Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Produkttester. Es gibt wieder Neues aus der Klemmbausteine-Welt. Los geht's! So, wir sprechen heute über das Bluebricks-Set, Bluebricks Pro wieder, das heißt mit Anleitung. Und zwar gibt es hier was Neues aus dem Hause Star Trek, The Next Generation. Und zwar die Artikelnummer ist die 104170 mit 406 Teilen. Das ist also jetzt die kleine Version eines Borg-Kubus. Und ja, den habe ich natürlich auch wieder aufgebaut. Und das Video im Zeitraffer schauen wir uns jetzt an. Wenn ihr Lust habt, bleibt dabei. Bis gleich. Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Aufbauvideo. Wir bauen heute Star Trek Bluebrick Pro. Und zwar den Borg Cubus. Und zwar haben wir hier 406 Teile. Das ist also die kleinere Version. Ich gucke mal, ob ich die größere auch noch irgendwann mal ergattern kann. Das Set habe ich mir Gebrauch geholt. Verpackungsmäßig, wir haben hier Artikel Nummer 104170. Und wie gesagt, ist von Bluebricks das Klemmbausteine-Set. Verpackung ringsherum bedruckt. Vorne sieht man also den Kubus im Weltall schweben. Oben rechts Jean-Luc Picard aus der Star Trek The Next Generation Serie. Und auf der anderen Seite sieht man das Modell von der Seite und von vorne und hinten, was auch vorne und hinten sein kann beim Würfel. Und ja, wenn wir uns jetzt von der Plakette ausrichten, ist das eben vorne. Ja, und ringsherum bedruckt, wie schon erwähnt. Hier wieder Jean-Luc mit strengem prüfenden Blick, ob ich auch alles richtig mache. Wir bauen das Ganze im Zeitraffer auf. Und zwar haben wir hier noch die Bedienungsanleitung, beziehungsweise die Bedienungsanleitung, die Aufbauanleitung mit verschiedenen Bauschritten. Das ist mein erstes Bluebrick Set. Jetzt bin ich ja gespannt, wie das zum Bauen ist. Und ja, hier haben wir natürlich die entsprechenden Teile dazu. Und den Aufbau machen wir natürlich wieder in einem Zeitraffer-Video. Dazu wünsche ich euch wie immer viel Spaß. So, wir sind am Ende angelangt mit dem ersten Bauabschnitt. Ihr seht es, Moment, die mache ich mal den Fokus an. Ihr könnt das ganz gut sehen, glaube ich. Das haben wir den Kubus mal so ein bisschen gebaut und haben auch die Seiten gebaut. Details gefallen mir sehr gut. Ja, und hier unten haben wir jetzt den Bauabschnitt hier. Da sind wir jetzt. Ja, so gehört es. So, jetzt ja genau, ihr seht es. Und wir machen jetzt weiter. Mit Bauabschnitt Nummer 2 und das ist auch schon das Finale dann. Also wir machen jetzt die anderen zwei Seiten und dann bauen wir noch das Ganze auf dem Ständer. Ja? Machen wir wieder im Zeitraffer, wünsche euch natürlich wie immer viel Vergnügen dabei. Thank you.
So, ihr Lieben, wir haben es geschafft. Das ist der Würfel. Ja, soweit ist er gebaut. Und ja, wir gucken uns das nachher nochmal an. Im Produktvideo. Sorry, ist gerade meine Aufnahme, wo gerade ein bisschen hier mich im Stich lässt. Aber der Würfel ist, wie gesagt, jetzt gebaut. Wir gucken ihn, besprechen nochmal drüber im Produktvideo. Und ja, hier seht ihr jetzt das Finale. So sollte er aussehen. So sieht er aus. Passt soweit. Also bei dem her, über das Bauen reden wir nach dem Produktvideo nochmal. Und ja, da sind ein paar Ersatzteile dabei. Das ist immer gut. Kann man noch verändern, wie man will. Auf eigene Faust kann man hier weitere Verzierungen einbauen. Aber ja, das war's soweit. Danke fürs Zuschauen. Bis gleich im Video. So, das Video habt ihr gesehen. Und ja, es war ein bisschen tricky, beziehungsweise tricky ist es nicht. Die 400 Teile sind natürlich, muss man sagen, schon auch viel Kleinkram. Auf der hinteren Seite sieht man auch nochmal das Modell des Bohrkubus. Und das gibt es auch in der Midsize. In groß gibt es noch nicht. Aber vielleicht kommt das ja irgendwann noch. Die Midsize habe ich auch da. Zeige ich euch mal ganz kurz den Unterschied. Davon gibt es übrigens auch noch ein Video. Zeige ich euch mal ganz kurz. Der kommt hier rein. So, das ist also die Midsize-Größe. Man sieht also schon den Unterschied. Das ist das einzigste Modell, wo ich auch beide da habe. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass ich euch das mal zeigen kann. Aber der große Würfel, der kommt zu einem anderen Zeitpunkt. Da schwebt er wieder raus. Die bösen Borg, hä? Okay, schauen wir uns mal das Ganze an. Aufbau habt ihr ja schon gesehen. Und hier ist die Anleitung. Wieder bebildert. Sauber, saubere Sache. Ich zeige es ein bisschen näher. So. Sorry, Wechselfokus. Den habe ich jetzt mal auf automatisch gelassen, dass ich euch das immer ein bisschen näher zeigen kann. Ist vielleicht auch ganz interessant. Und ja, sauber bedruckt. Saubere Sache. Kennt man sich gut aus. So, jetzt schauen wir uns mal den Borg-Kubus an. Den zeige ich auch mal näher. Dann seht ihr den mal so. Hier ist wieder die bedruckte Platte, also kein Kleber, sondern Print. Der Fuß ist auch wirklich schön gemacht. So ein transparentes Neongrün, sage ich mal, oder Gelb, je nachdem, wie man sieht. Und auch, ihr seht auch hier diese Borgfarbe unter dem bei dem Borgkubus, der herauskommt. Und die Teile sind natürlich viele so Kleinkram, wo man anbaut. Und hier kann man auch variabel agieren. Also ich habe es jetzt mal genauso gebaut, wie es in der Anlage war oder in der Bauanleitung beschrieben war. Kann man natürlich auch anders machen. Ja. Also das ist von dem her eine saubere Sache. Hier ist ein bisschen die Schwachstelle, weil das bloß mit so einer Noppe befestigt ist. Ist ein bisschen wackelig. Geht aber schon, wenn man es jetzt eigentlich bloß hinstellt, dann passt das schon soweit. Wir messen das Ganze aus. Das ist ein kleiner Kubus. Man kann natürlich auch variieren. Ja, es gibt ja bei den Borgs auch verschiedene Schiffsgrößen. Ich würde noch ganz cool so eine Fähre finden, also so eine Runde. Ist wahrscheinlich schwer zum Umbauen, zum Umsetzen. Aber wenn wir schauen mal, wir haben eine Höhe von ca. 13 cm. Wir haben hier eine Breite, ich sage jetzt mal, ja, ich messe es mal so aus, mit Standfuß von ca. 10 cm. Ja, nachdem das ja ein Kubus ist, ist die andere Seite auch ca. 10 cm. Also von dem her passt das schon so in etwa. Jo. Sieht gut aus, oder? Soweit. Also ich muss sagen, das Aufbauen ist natürlich von dem her etwas, ja, etwas anstrengend, sagen wir mal so. Weil man natürlich immer schauen muss, wie viele von den kleinen Dingern kommen auf welche Seite und ja, wie viele kommen jetzt wohin. Das ist halt eine Sortiererei, deswegen hat das auch so viele Teile. Aber ja, ist einfach so, wenn man halt so eine Oberfläche simulieren möchte oder nachbauen möchte, ist es halt einfach nicht anders möglich als so, ja. So, bei dem Kubus funktioniert das noch ganz gut mit den, sag ich mal, Seiten zusammenfügen. Das Problem ist, dass die immer ein bisschen Spannung kriegen. Und das schauen wir uns beim großen Würfel noch an, da ist es ein bisschen extremer. Bei dem kleinen hier geht es eigentlich noch, sage ich mal, mit etwas Geduld. Man muss sich halt etwas Zeit nehmen und ja, es ist einfach so, dass immer wieder, ich mache jetzt mal den Fokus wieder hier auf manuell, ja, dass er nicht die ganze Zeit herfahrt. Es ist einfach so, dass man einfach sich
der einfach Zeit nehmen muss. Ja. Man muss sich einfach Zeit nehmen, ein bisschen Geduld braucht man. Und ganz schöne Sau, ihr seht es jetzt nicht, aber man kann so durchgucken. Man sieht also immer so die grüne, ja doch, ihr seht es doch ganz gut, glaube ich, immer so die grüne Borgfarbe so durchschimmert. Das haben sie echt toll gemacht. Also mir gefällt das Modell richtig gut. Gibt auch nichts dran zu meckern, außer vielleicht, dass es die Befestigung zum Haltefuß könnte ein bisschen stabiler sein. Ansonsten passt das schon so. Ja, ja, sage ich danke fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir noch ein Like da. Ich verlinke euch unten wieder eine Quelle, wo ihr das Ding kaufen könnt, wenn ihr denn wollt. Ach, der Preis, genau, der ist, Moment, der Bocubus in der Mini-Size, der kostet gerade mal 20 Euro, so in dem Dreh. Schaut doch mal, wenn ihr den haben wollt. Macht auf jeden Fall Spaß. Wir gucken uns den großen auch noch in einem anderen Video an. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Thorsten. Ciao.